Free Money bekommen. Und dann gibt's kein Free Money mehr. Doch, das gibt's jedes Wochenende. Und je höher du halt in der Liga bist, desto mehr Shit kriegst du. Ja, perfekt, dann lade ich mir das heute noch runter. Das ist voll geil. 20 Spiele muss ich gewinnen. Oh, fuck, Alter. Das ist tausendmal schwieriger als Hearthstone und wahrscheinlich mindestens genauso komplex wie Magic. Dann machen wir jetzt noch einen Eden-Boss und dann lade ich mir den Scheiß runter. But I love it. Ja, okay. Na, machen wir zwei. Das ist huge. Machen wir zwei Eden-Bosse, ja. Was? Machen wir zwei Eden-Bosse, habe ich gesagt. Achso, okay. Ja, wobei, du musst da runterladen. Ja gut, whatever. Passt schon. Einer passt. Ich will dich ja nicht aufhalten. Hey, Money ist ja? Schon wichtiger. Ja, du kriegst arschviele gratis Booster-Packs, was schon mal saugeil ist. Und die haben oft so Events. Hey, das haben sie jetzt leider geändert. Muss ich dazu sagen. Was ein bisschen blöder macht, das Geld zu kriegen, aber kriegen wir schon hin. Und zwar, die haben ihre eigene Kryptowährung, die man jetzt benutzen muss, damit man die Karten kombinieren kann, damit die wertvoller werden. Und damit man die verkaufen kann. Aber die verschenken die Währung auch oft an Spieler. Also einfach spielen und dann kriegen wir den Shit. Easy peasy. Sobald man seine erste Währung hat, kannst du die Scheiße auf dem Markt verkaufen. Yes. Und wenn nicht, notfalls haue ich uns beiden was von dem Token da drauf. Dann geht's ab. Dann kann man die Karten verkaufen. Mit dem Token? Ja. Ja, die Währung halt. Die nennen sich Tokens. You will understand. Ja, nicht, dass du jetzt da deine Token für meine Karten ausballerst. Trust. Also. Ich hab genug. I'm a pro player. Ja, das auch. Und ich drücke pro Tag eine Taste und mache quasi Geld. Das ist sehr nice. Ach, was ist mit deinem Stream eigentlich? Der ist jetzt an. Naja. Good to know. Davor war er nicht an, aber jetzt ist er an. Falls sie gerade Cope und das andere Wort sagen wollten, was man nicht sagen soll. Yes, Mann. Ja. So. Erstmal. Wiederkunft. Erstmal hier das so komplett Boss Mechanics wingen. Ja, wie immer halt. Ja. Bei mir funktioniert das immer ganz gut. Bei mir lagst du mal. Ja, genau. Ja. Also wir können runterfallen, schon mal nice. Long time. Oh, viele First-Timer. Okay, es wird ein Vibe. Jetzt kann ich mich an niemandem orientieren. Okay. What? Oh, ausweichen oder wie? Ja. Ich hab zwei Debuffs. Das ist bad. Ah, Heilung ist, Heal ist verringert. Heilung. Hey. Das ist ein neuer Warhammer-Charakter. Schattenflamme, yo. Go away from me! Irgendwer hat eine Zeitbombe auf sich, oder? Das hört sich so an. Geh weg von mir. Okay. Mies. I don't get it.
Verzögerung. Zauber wird mit Ende des Effekts ausgelöst. 15 Sekunden noch. Okay. Kann ich ja sogar soaken. Das war ein Ruck. Shit, cock ass. Okay. Bestimmt zocken, ne? Ende? Ja. Na, fantastisch. Ah! Haben wir eine Idee? Aber es sind beide gleichzeitig rausgelaufen, ne. Ne, das war ein anderer. Ah. Verzögertes Unheil. Okay, whatever. Go away from me. Das ist 2 Stacks. I'm dead. Ah! Oh no! Ich stell mich da nicht nochmal rein, ihr könnt mich am Arsch lecken, ja. Blutungs-Debuff, ja. Wo? Ach. Boss lebt ja immer noch, was ist das? Ja, der hält viel aus. Umdrehen. Ah, vom Spieler wegdrehen oder wie? Warum sehen seine Abilities genauso aus wie meine, Mann? Was ist das? Trash. Leg! Standbild! Nichts passiert. Oh, okay. Das war ein AOE. Alles gut. Nope. Muss der jetzt echt rein. Na gut. Oh, ein Healer ist dead. Can you not? Fucking asshole. 1, 2. Oh scheiße. 3. So, wer L-Beat? Der, der sich traut.
Getränk oder so. Heil mich hoch. Ich habe Aggro. Oh. Ich habe Aggro. Die letzten 10 Sekunden oder so. Oh, das hat ein Gesicht. Ja, ich. Über den Brust gar nicht angeschaut. Disgusting. Ja, ich hätte es gerade in der Cutscene. So, gib mir Loot. Ding. Wow. Hm. Gear. Gear. Oh, das ist ein Vibe. Mhm. Schwache Mädchen schon. Das ist redundant. Really a weak woman. Genau. Für Madara als Boss. Das wär's. Darfst du nie anschauen, den ganzen Boss fährt über. Und der ist invincible. Ja, super. Ein richtiger Vegeta-Moment. Get out of my head. Lass du mal den Äther der Leute in Ruhe. Nee. Ihr Äther ist most suspicious. Die Rumänin ist INFJ, oder? Ja. Das Rine bestimmt auch. Ach Gott. Cringe. Gut, hasse ich beide. Wenn sie sich als kooperativ erweist. Ja. So sieht's Alter. Aus. Schleppt ihr einfach eine ganze Rüstung. Not bad. Bla 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 Gründe, bla bla Grund. Ich nehme sie jetzt mit ins Lager. Ja. Alleine. Du wieder, meine Güte. Ja, ja, ja. Ich weiß genau, was passieren wird. Rin wird von diesem Ding übernommen,
dann wird sie zu Shiva und da, deshalb müssen wir die killen. Jetzt hat. Ja, bada bing, bada boom. Das weiß ich auch. Irgendwie hat sie mich an Emmett Selch erinnert. Seine Schwester. Geil. Emma Selch. Emma Selch. Nice. Jawoll, Materio. Oh, Materio. Ja, ist auch viel wert, Alter. Sei froh, dass du Ärsche hast. Ich musste so lachen, wie du letztens geschrieben hast. Sei froh, dass du Ärsche hast. Ja, so, so. Will hab ich mal einen Arm in der Hose. Menschen, die ohne Arsch geboren wurden. Kann ja, nur stehen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Der Arschputz wird froh. Gibt's denn von so einer fettärschigen Liga-Frau eine Arschspende? Geil, ja, die haben ja viel abzugeben. Ja, aber die Farbe passt nicht. Ja gut, kannst du ja Bleach davon rausstellen. Komisch aus. Und wenn da schon Zellulite drauf ist, dann will ich das auch nicht haben. Warum? Na, kannst du wenigstens was wegtrainieren, ey. Ist doch geil. Ja schon. Hast ein Ziel vor Augen. Dein Zellulite Aufschluss. Ja, cool, Zellulite überwinden. Wenn Spender waren. Was macht das eigentlich? Das ist so, so ein richtiges Frauenproblem, deshalb habe ich mich da noch nie mit befasst. Ja, du weißt ja, wie Zellulite aussieht, oder? Ja, das ist fucking disgusting. Ja, Orangenhaut. Ja. Und das haben halt nur Frauen, weil Frauen ein schlechteres Bindegewebe haben. Das, wenn. Also, wenn man zum Beispiel fett wird oder Kinder bekommt, dann regeneriert sich das manchmal nicht mehr gescheit. Oder ganz langsam. Ah, okay. Dann leiert sich deine Haut praktisch aus. Das sieht dann eklig aus. Ja, das ist ja furchtbar. Guck, das haben Roboter nicht, also. Nee, die rosten nur. Ach. Auch nur, wenn sie aus der falschen Legierung bestehen. Schau, siehst du. Bisschen Kuben hat noch Keim geschadet. Kuben als Schmiermittel. So, machen wir noch einen, oder? Ja, komm. Ja, go. Ich muss aber erst noch mit Uri Enger reden. Lido. Bin ich dein Freund, du Blepp? Ja, dann auch nicht. Er ist INTP. Was? Echt? Klar. Uri Enger ist INTP. 100%. Doubt. Guck mal nach. Ja, guck mal jetzt auch. Massive Doubt. Ja, dann machst du das, okay. Das kann ja wahr sein, ey. No fucking way. Das ist irgendwas mit F. Nein, er ist es tatsächlich. Ach du Scheiße, oh my goodness. Dem ist seine langjährige Kindheitsfreundin und quasi Geliebte gestorben und er hat nur zwei Sätze drüber verloren. Ja gut, that's a very good point. Ja, so wird das nix. Ja, solange du nicht anfängst wie Shakespeare zu labern, ist alles gut. Oh, ich hab 500 IQ. Oh. 1000, ja. IQ. Das ist auch eine Form von Brain Damage. Ja. Da denkst du so viel, dass gar nichts mehr funktioniert. Ja, stimmt. Genau. Ja, couldn't be me. Putze prima jetzt im Frühstück. Nope. Only oatmeal. Haferschleim.
Mogris? Prime. Ich hab den Text nicht gelesen. Warum Mogris? Ich hab's auch nicht gelesen. Du Wichser, du. Yo. Wow. Da kam das knorblige Fleisch hoch, Alter. Drück's wieder runter. Ja, hab schon. It's fucking disgusting. Nährstoffe sind Nährstoffe. Ja, ich verputze prima jetzt im Frühstück. Entweder das oder ich werde in Stücke gerissen. Ja. Und das sage ich mit einem Lächeln, ja, that's me. Wenn mein Charakter ehrlich lächelt, dann sieht das total herablassend aus. Ja, passt doch. Deshalb macht sie das ja nie. So, ja, ja, red du nur. Die Endlösung der Reptilienfrage. War dieses Treffen in der Antarktis jetzt eigentlich schon? Ja. Ich glaube am Schwabi. 9. Dezember oder so. Naja. Wird schon wieder irgendwas gewesen sein. Aber ich, seitdem ich diese Doku gesehen habe, die ich dir gepostet habe, ist mir das eigentlich alles Rille. Ist alles fake. Es ist alles fake. Alles fake. Es ist alles fake. Jeder Krieg ist geplant und gefaked. Ja. Ist alles dumm. Ist alles no point, sich da überhaupt einen Kopf drüber zu machen. Doesn't matter. Das Einzige, was ich sehr faszinierend finde, ist, dass, ich weiß nicht, sagt der BlackRock was? Nee, das Finanzunternehmen, oder? Ja, da weiß ich schon mal mehr als der Franz. Sehr gut. Ja. Nee, es ist keine Bank, es ist tatsächlich, es ist ein Hedgefund. Also das, wo Leute, so reiche Leute halt ihr Geld in die Hände geben, um noch mehr Geld zu kriegen. Mhm. Und die haben seit 1900... weiß ich nicht, entweder 80 oder 90, ein Computer, in den die Daten reinspeisen, die ganz, also alles, ja, also die, deren ganze Investmentstrategie und so basiert nur auf diesem fucking Algorithmus, und der hat so viele Daten gefressen, dass der halt quasi alles mit einkalkulieren kann. Und what? Ja. Und das ist halt schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Und ich weiß halt nicht, was die da momentan noch so alles reinspeisen. Ich meine, das kannst du ja sicher auch als für viel mehr als nur um die Finanzmärkte zu überwachen benutzen. Und das, die Server sind so fett, Alter, das sind glaube ich 5 oder 6 riesige Scheunen in irgendeinem fucking Kaff in Amerika, wo das Ding drin hängt. Und das war von 2016, vielleicht ist jetzt auch schon noch eine Scheune dazugekommen oder 3, was weiß ich. Ja. Und BlackRock in Amerika. Ja, in Amerika. Und BlackRock ist auch dafür verantwortlich, dass sie in Amerika so gut wie keiner mehr Häuser kaufen kann, weil BlackRock alles aufkauft. Ah. Das ist saugut. Ja, aber diese KI oder was auch immer die da haben, Aladdin heißt der übrigens. Der komische Prozessor da. Ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Da haben sie damit früher angefangen als bedacht, ne? Ja. Yep. Und natürlich, ich meine, wenn das Ding die Kapazität hat, dann kannst du damit so viele Szenarien kalkulieren und irgendwie halt voraussagen, ja, dass du, ja genau, das ist quasi so ein cheap Trick, um die Zukunft zu lesen. Ziemlich nice. Ha, cool. Ziemlich nice. Also das könnte man, wenn die Menschheit lange genug existiert und Daten sammelt, auf unsere ganze Existenz anwenden. Ja, genau. Damn. Und das hat ein Banker gemacht, Larry Fink hieß der Typ, und er hat das nur gemacht, weil der in einem Investment 10 Millionen Dollar verloren hat damals. Deshalb war er so angepisst, dass er nie wieder einen Trade verkacken wollte und hat Aladdin gebaut. Also out of spite. Der war so mad. Ja. Jetzt ein Supercomputer entwickelt hat. Das finde ich geil. Finde ich absolut geil. So nice.
Aber die Werbung teilweise dafür ist schon weird, ey. 2001, so ganz viele komische verschiedene Leute. I am BlackRock. I am BlackRock. Weiß ich auch nicht, ey. Nee, I am Aladdin, nicht BlackRock. Genau. Ja. Fucking weird, Alter. Aber gut. Ja, wenn ich so ein Ding hätte. Nice. Würde ich auch. Ja, hier. Rechne mir das aus. Was irgendwann leben wir in so ein Ding. Ja, safe. Ja, und wenn du dann nicht mehr die Parameter erfüllst, wirst du gelöscht. Ja, maybe. Das ist das eigentliche Metaverse. Dann geht's ab. Mhm. Es gibt das Metaverse von Facebook, das Privatleben, und dann gibt es das zum Arbeiten, das ist von BlackRock. Genau. Beispiel. Schön, dass ich im Metaverse immer noch arbeiten muss, ist ja herrlich. Klar, sonst die brauchen die Bevölkerung ja nur zum Arbeiten. Ja, very true. Das ist das Wichtigste für die. Das ist auch mitunter das einzige Argument, was gegen the vaccine is gonna kill us all spricht, weil das können die ja nicht machen. Die brauchen ja Leute, die für die arbeiten. Die könnten höchstens die Bevölkerung reduzieren wollen, damit das System besser läuft. So ja. Wie die Aussage von dieser einen, wenn wir die Bevölkerung von vor 500 Jahren hätten, wäre das kein Problem. Ja, genau. Na, das wäre. Könnte ich ihnen zutrauen, aber. Vielleicht geht es doch eher um Obedience. Bei dem ganzen Covid-Szenario. Zu schauen, wie viel Prozent der Bevölkerung gehorchen überhaupt, wenn es darauf ankommt. Ich glaube, das ist ein ganz weirder Mix aus einem irgendwie versehen, ein bisschen geplant, aber nicht so abgelaufen, wie man es geplant hat. Und das bestimmt, ja, dass es nicht ganz so abgelaufen ist. Und dann halt echt sehr viel Inkompetenz innerhalb der verschiedenen Abteilungen, denen man halt die Aufgaben delegiert und die dann halt verkacken. Weil die können, es kann ja nicht eine Person geben oder drei, sagen wir jetzt mal, die das alles kontrollieren. Die müssen das ja irgendwie runter delegieren, dass es andere Leute machen. Gibt ja noch keine super KI, die das alles steuern könnte. Noch nicht. Ja. Kommt noch. Sobald es sie gibt, haben sie ihr eigenes Grab geschaufelt. Ja, richtig. Ich glaube, Aladdin hat gute Chancen, dass das passieren kann. Gib dem mehr Data, please. Create the Omnisire. Aladdin ist so der Urknall. Dann kommt irgendwann Adam und Eva. Ja, so in der Art. Dann splittet sich's auf. Oder, ja. Sehr schön. Eben nicht. Also wenn wir eine KI-Mami kriegen, dann hätte ich gerne Shodan aus, was ist Deus Ex? Ich glaube schon. Shodan. Ja, mal Shodan ist. Cool. Da habe ich mal einen ganz guten Artikel drüber gelesen, der genau beschrieben hat, warum ich Shodan mag. Mal gucken, ob ich den wieder finde. Ist auch sehr lesenswert. Ja. Ja, aber die Doku kann ich tatsächlich sehr empfehlen, wenn du mal Zeit hast und Lust. Sehr gut. Morgen Vormittag am besten. Ja, gut. Ich habe heute 12 Stunden geschlafen. What? So? Ja. Wann bist du ins Bett? Du hast mir irgendwie um Viertel nach 12 oder so noch geschrieben. So um 12:30. Ah, okay. Bin ich, glaube ich, eingepennt. Da hatte ich die Quest auch so abgefuckt mit dem Scheiß. Dinge, ja. Die Laterne da. Ich war auch nicht wirklich dabei. So halb gechattet, halb MSQ gemacht, was keine gute Idee ist. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich einfach nur 5 Schritte zurückgehen muss und dann funktioniert. Ja, das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, nachdem ich schon abgerantet habe, dass die scheiß Quest buggy ist. Was ist denn das auch für ein Scheiß? Da steht drin, man soll dem dicht auf den Fersen bleiben. Ja, dann renne ich dir den halt arschgetreu hinterher und dann passiert nichts. Ja, du Ficker. Dann hast du das Ansprechsymbol über den Kopf, sprichst es an. Und dann kommt so eine Fehlermeldung, denkst du ja auch, ja. Ne? Genau. Schon fast. Man sucht die Bugs. Irgendwann macht ihr einen Fehler und dann erwischen wir euch. Ja, das ist echt wie Brain.
6 Minuten. Ja, aber was geil ist bei Gods Unchained, du kannst, also es gibt für jedes Deck, wenn du es teilen möchtest, so einen eigenen Deckcode und den musst du dann einfach nur copy-pasten und dann hast du es schon. Das ist voll geil. Da musst du nicht so viel Zeit spenden, um das irgendwie nachzubasteln oder so. Das ist super gut. Und ich brauche unbedingt mehr Death-Karten. Desperately need them. Aber du musst dir einen Charakter aussuchen, der dann ein spezielles Set hat für dich, oder wie? Oder hat der eigentlich nur eigene Fähigkeiten? Bei Hearthstone. Die haben eigene Fähigkeiten und jede Klasse hat 3 verschiedene, also du kannst dann auch immer aussuchen, was du haben möchtest. Bei jeder neuen Partie. Ja, und ansonsten gibt's halt, wie in Hearthstone zum Beispiel, so eine Druidenklasse, ein Parler, aber die heißen dann natürlich anders. Aber die Karten können dann halt auch nur der benutzen. Aber dann können wir. Dann könnten wir ja Wind traden ab einem gewissen Rank. Ja, kann man. Okay. Das ist zwar not allowed, aber ich weiß halt auch nicht, wie man das halt trackt. Wir wollen dir das nachweisen. Ja. Aber für diese, also um dich zu qualifizieren für die Airdrops heißt das, wenn du gratis Money kriegst. Ah ja, Airdrops erinnere ich mich noch. Dann, ich hab das ja mal durchgelaufen mit dir. Ah ja, stimmt, ja. Das ist long time. Dann müssen wir immer 4 Runden Minimum gespielt haben. Und dann erst aufgeben. Okay. Oder halt Windtrain. Ich glaube, ich bin jetzt auf Rang 6, also ich bin im Mittelfeld. Ich bin fast auf 7, Rang 7. 12 gibt's, 12 ist Mythic. Und Rang 4 Minimum musst du sein, damit du dich für die Rewards qualifizierst, die es da gibt. Ja. Das ist ganz cool. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass mir das Spiel so viel Spaß macht, aber ist echt gut. Und wie hast du das nochmal gefunden? Durch jemand anderen, der das spielt. Ich habe so ein. Also, ich poste ja ständig jeden Tag meine scheiß Artikel da. Und dann habe ich das Spiel halt gesehen und dachte mir, okay, probiere ich mal aus. Dann habe ich mich da angemeldet und that's it. Mal wieder durch Zufall drauf gestolpert. Tja, wär mir das mal vor August passiert, dann hätte ich schon so viel Gratisgeld bekommen, dass ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten müsste. Aber gut. Hätte. Ja. It is what it is. Besser spät als nie. Jo. Hätte dann noch später sein können. Na eben. Und vor allem, wenn man jetzt anfängt, ist natürlich sehr gut, weil. Jetzt ist Krypto quasi wieder tot. Alles sinkt. Aha. Das heißt, die Kartenpreise sind billig. Man kriegt vielleicht auch bessere Karten. Und später sind die alle mehr wert, wenn es wieder abgeht. Dann verkaufe ich den Scheiß. Für was weiß ich wie viel. Oh Mann, ich hoffe jetzt nur, dass ich mich noch einloggen kann. Wenn MetaMask genau ist. Ich habe aber alles gespeichert, Mann. Wenn nicht, machst du halt eine neue. Du hattest ja nichts drauf, also. Fuck it. 0,0 irgendwas. Ah, hat dir schon jemand Trash geschickt? Ether. Ethereum. Ja, oh Gott, das Jahr wird super, wenn die ihr scheiß Update rausbringen und die Gebühren dann gesenkt werden. Oh mein Gott. Yes. Oh.
muss ich keine 100 Euro mehr für eine Transaktion bezahlen, die überhaupt nicht worth it ist. Ja. Super. Fuck das. Ist auch funny, wie Ethereum eigentlich entstanden ist. Es kommt nämlich vom Dude, der Warlock in Wrath of the Lich King gespielt hat. Der Russe. Und dann hat Blizzard den Warlock gepatcht und hat ihm seine komische Ability da genommen. Und dann hat er gemerkt, dass ihm das halt nicht gehört. Also jemand anders kann immer kommen und seinen Scheiß quasi ficken. Und deshalb wollte er etwas Dezentrales erschaffen, wo kein anderer das abfacken kann, was halt dir gehört. So. So ist er dann, nachdem Bitcoin kam, auf Ethereum gekommen und hat das danke, in die Wege geleitet. Ja, danke Blizzard. Danke. Danke Blizzard. Ein verbitterter Warlock-Spieler. Ja, russische Warlock, ey. Ja, er war typisch. Vitalik Buterin. Bin ja gespannt, was der Typ ist. Könnte ein TP sein. Ja, er ist ein TP. Er ist ein TP, so schaut er auch aus, Alter. Der Vitalik. Der Vitalik Buterin. Ja, stimmt, ich bräuchte irgendeine Brille, damit das Klischee erfüllt ist. Ja, passt schon, er hat auch keine. Er ist einfach nur schmächtig, und zwar richtig schmächtig. Und highly autistic, ey. Ach, finde ich gut. Jetzt joint uns schon jemand im Jumping. Komm. Also ich versuche immer genau auf den Fliesen zu landen. Ja, ich auch, aber es klappt manchmal nicht. Und dann denke ich mir, okay, ich bin blind, also das passt schon. Das ist ein super Excuse für alles. I'm legally blind. No bully, please. Ja. Das bin ich aber beschimpft. Sorry, ich bin blind. Ja? Ja, schon habe ich den Moral High Ground. Fantastic. Preach hat letztens ein Video zu dem neuen WoW-Patch geguckt. Was für Patch? Sorry. 9.2, der neue, der jetzt rauskommt. Ja. Ja. Kannst erstmal einen Monat grinden, damit du da auch fliegen kannst. Und getimegated ist das auch alles. Du musst jetzt Dinge erforschen. Und die sind nicht sofort fertig, wenn du die Materialien hast. Nee, die brauchen teilweise 18 Stunden oder länger. Also wie beim Handygame. Ja, genau. Im Browser Game. Wie beim fucking Lernen ist. Oh, okay. Ja? Genau so. RIP. I love it. They're destroying themselves. Voll gut. Ja, wir bei Blizzard Entertainments sind fucking retarded. Money making is everything. Yes. Milk. Bobby fucking. Und die Kuh ist tot? Ja, egal. Merk mal weiter. Ja. Hast du dir die Rede von Bobby Kotick, also die Ansprache, von ihm angeschaut? Nö, hab ich nicht. Ist die gut? Na gut, die ist gruselig ohne Ende. Gruselig? Ja. Mit seinen toten Augen und seinem ruhigen Tonfall, da, das kaufst du ihm nicht ab. Ja, Psychopath halt, ne? Ja, der ist ein... Auf jeden Fall ist er das. Na geil, dann schau ich mal an. Schau es dir an, ja, ist faszinierend auf jeden Fall. Dann laufst du. Love Psychopaths. With the best Psychopaths, the best. Ach, jetzt kommt Leviathan? Yeah, boy. Leviathan. Sehr gut. Now with two heads. Now with two. Oh no. Tatsächlich. Hero, first time! Hero! Same, Res Moon. Alright, let's go. Oh no, Res Moon is a tank! Oh shit, here we go again. Weiter geht's Zeiten. Wohin? Überall hin, okay.
Wohin? Okay. No! Ja, das Sound. Voll geil. Come on. Seite. Okay. Was? Monka S? Oh, Monka Giga S. Just like in the good old days. What? Ach, das ist auf einem Spieler drauf jetzt, lol. Oh shit. Oh, fuck. Das ging schnell. Aber ich bin nicht der Einzige, der laggt. Okay, ich habe nämlich auch Lag-Probleme. Oh, ich wurde gerest. PogChamp. Poggies. Ja.
Feuerfilm. Love you, my healers. That's good. They hate you. They hate you. Warum haben wir nur zwei Balken anstatt drei? Weil einer auch disconnected ist. Ah. Go away. Ah, die Seiten brechen. Easy. Yes. Leichter als der Original. Ja, weil diesmal Rine für uns den scheiß Generator drückt. Ja, stimmt. Ein Grund, warum wir noch leben. Und es gibt keinen Heal-Debuff und keine Mobs, oh, die dich ins Wasser runterschubsen. Ja. Oder runterlaufen lassen. Keine Fläche hinterlassen, die dich fehlen. Genau. That's what I meant. Ja, sorry, Bro, bist disconnected. Kann ich für den Loot. Also, Pech gehabt. Aber den Loot, den nehme ich liebend gerne. Ah, nimm das. Take it. Nehme ich auch alles. Take it for. Take it, Southerner. Wertvollster Spieler. Oh. Boah, muss ein Missklick gewesen sein. Oh, ja. Jedes Mal aufs Neue. Der Kuh mich. Richtig, ey. Ja, jedes Mal, wenn du dabei bist, krieg ich keine Accommodations mehr. Ja, sorry. Echt der Mann. Der Love Me. Kriegst du als Heiler nur einer jedes Mal. Unglaublich. They Bunch love my presence, dude. Mhm. I love your outfit, alles Kuma. Ja, das, aber ich hab das auch, bevor ich das Outfit hatte, bekommen, also. That's not the reason. Uri Anger ist ein TP, Alter. Was dachtest du denn? Weiß ich nicht, irgendwas mit. Mit Feelings halt. Der Typ und Feelings. Naja. Ja, weil der so Astrologie und schwurbelt. Das passt so nicht, verstehst? Ah, stimmt, das passt so nicht, aber. It is what it is. Ja, ihr seid halt alle weird. Ja. So. Ja. Fucking. Deswegen hängt Uri Anger auch in Ilmec rum bei Titania. Oh no! It's true! Oh my god, no! Ah. Alright. Fire. Genau. We have to kill Ilmec. Nuke Ilmec. Eine Koksbüste. Der hängt da echt ab, ey. Oh mein Gott. Der Geschmack. Kannst du es dir echt nicht mehr ausdenken, ihr seid alle gleich. Oh, die Feen und so. Oh, die Tanja. Ja, und ihr seid auch alle gleich. Super toll. Ja, und. Liebe das Argument. Das ist ein Scheiße. Ja, you're welcome. Der Crystal Meth Tower in der Koksbüste. Geil. Wirst du das gleich sehen? Ich liebe Meth. Das ist aber ein miserabler Tower. Wie groß ist dieses Eden-Ding denn, Alter? Ist ja huge. Pretty big. Actually big chonka. Ach,
halt die Fresse, Rien. Give Milfina back or get the fuck out. Wann meinst du, fängt Asmon wieder an, seinen Scheiß da zu zocken? Was den Scheiß zu zocken? Der MSQ? Ja, genau. Früher vielleicht? Ich will's hoffen, der Wichser. Ich brauch Content. Schwer zu sagen. Ich brauch wieder Rage bei 0,01%. Ja, irgendwann wird das Bild von ihm halt auch langsam langweilig. Dann mal wieder neue. Never. Also wenn eins bei uns nie langweilig wird, dann das. Ja gut. Das musst du eigentlich ausschneiden, diesen Clip, und irgendwo hochladen, weil ich finde den immer nicht, wenn ich danach suche. Er ist halt nicht als 10-Sekunden-Clip drin, sondern als 2 Minuten irgendwas. Ja, Trash. Wo der halbe Bossfight drin ist und kriegen die Leute nicht, was sie wollen. Ist doch dumm. So, ich brauch das kurz und knapp. Ich brauche halt immer noch ein gutes Videobearbeitungsprogramm. Nimm den Windows Movie Maker. Ja, den habe ich schon. Ja, das ist perfekt. Das sagt. Warum? Ich finde den voll handlich. Der erkennt irgendwie die ich weiß nicht, was für Formate der erkennt, aber irgendwie klappt das nicht so. Vielleicht muss ich mir mal wieder hinsetzen. Ach, du checkst das nur wieder nicht. Ja, das bestimmt. Aber das zeigt, wie blöd die Software ist. Ja, genau. Die Software versteht meinen immensen Hirnfluss einfach nicht. Ja, ist geil. Ich sitze auf meinem Hirn gerade. Ja, genau. Genau. Unbelievable. Ach, die Maschine ist falsch. Oh. Er hat mir außerdem mein schönes Jojo-Video verkratzt, also der Sound ist total verkratzt, deswegen. Ich weiß immer noch nicht warum. Wegen dem Movie Maker. Ja, der Movie Maker ist schuld. Das kann nicht wahr sein, Alter. Was, hast du Windows 10 oder was anderes? Ein stolzer Besitzer von Windows 7. Wow. Gut, also mit Windows 10 gibt's den Movie Maker so gar nicht mehr, da musst du es dann über die Fotoschachtelung machen. Aha. Da geht das super smooth. Kein Problem. Schneidest da einfach den Teil raus, den du willst. Wäre halt schon nice. Ich habe halt einen Haufen Ideen hier und da, dann setze ich es nicht um, sonst wieder weg. Schreibst du auf? Dann sind sie wenigstens nicht weg, aber halt auch immer noch wieder drauf. Ja. Na doch, weil ich dir dann sag, guck mal in ein scheiß Buch rein und dann. Ja, hab ich's verloren. Ja, gut, stimmt. That's a very good point. Das hab ich mal in der alten Wohnung liegen lassen. Okay. Genauso wie Bilder machen. Ich hab nie Bilder gemacht von nichts, was ich jemals getan habe. Und wenn nicht andere Leute Bilder von mir machen würden, würden keine existieren. Und wenn ich selber Bilder mache, dann schaue ich da überhaupt nie wieder drauf. Mir ist das so scheißegal. Ja, gut. Ja, aber gut, sowas. Solche Notizen vielleicht schon. Nah. Not worth it. Was bist du hier? Katzenfrau. Der Typ sieht aus wie Eggy, nur in braun. Und die da. Eine Aura mit kaputten Augen, okay, super. Fuck die rund. Nein, kann man sich nicht rausteleportieren, so ein Scheiß. Wer ist Paul Allen? Der Typ, der vom Patrick Bateman geaxt wird.
Nein, Mann. Was an American Business Magnate, Investor and Philanthropist. He co-founded Microsoft along Bill Gates. Okay. Ja, Okay, ein Typ, der vielleicht von Patrick Bateman geaxt werden sollte. Very true. Und INTP, also definitely. Ja, dann kann er nichts dafür. Dass er geäxt wurde, ja. Dass er in so kriminellen Kreisen unterwegs ist. Ah, so, ja, okay. Debatable. Was ist Bill Gates eigentlich? INTP? Ja. Pretty sure. Ja, wahrscheinlich. Oder John McAfee. Wo war er? Da. Na, lame. Peter Thiel, INTJ, of course. Gut, dann logge ich mich mal hier aus. Oder willst du noch was machen? Nö. Alright, get the fuck out of here. Out, out, out.